Hallo und herzlich willkommen zurück bei Die Sims 4, die Castaway Challenge. Da hinten ist schon wieder alles kaputt, wie man sieht. Da kann dann Janiqua dann wahrscheinlich gleich als erstes hin. Lass mich mal gucken. Oder aber wir schicken sie erstmal gleich auf die Toilette, wenn sie denn ausgeschlafen hat. Nein, ich denke, wir werden das natürlich reparieren. Oh, habe ich dich beim Schlafen gestört? Das tut mir aber leid. Reparier das mal und dann gehst du aufs Klo. Besser gesagt, in den Busch. Und wenn es gut läuft und Janiqua mich lässt, dann werden wir heute hoffentlich hier den Punkt fertig machen. Den fünften. Das hätte ich ganz gerne. So, sie geht pushen. Okay. Dann kannst du danach direkt mal. Warte mal, was war denn bei Verbessern? Robuste Armaturen. Die Wanne nicht so schnell kaputt geht. Tuningteile haben wir. Wollen wir sie das mal machen lassen? Wir könnten es ja mal versuchen. Das Ding geht doch relativ schnell kaputt im Moment. Dafür muss ich es anscheinend aber nicht mehr putzen. Aber okay, werden wir dann mal ändern gerade. Weil das jetzt dauernd dieses Teil hier kaputt geht, das nervt mich dann doch ein bisschen. Ein bisschen nervt mich das. So, wenn du das dann gemacht hast, dann erstmal hier Morgenhygiene, wie immer. So. Sollte ja dann erstmal einigermaßen reichen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Du hast noch Fisch. Der ist noch gut bis jetzt. Der ist auch noch gut. Der hier unten ist auch noch gut. Also vielleicht können wir ja mit den Fischen dann mal was kochen, ohne dass sie gleich wieder neu angeln muss. Das wäre sehr schön. Und ich fände es super, Kind, wenn du dich hier nicht wieder anzünden würdest. Ach ja. So, Verbesserung fertig. Sehr schön. Becken-Upgrade. Cool. Cool, Kind. So, okay. Dann das Übliche. Fisch zum Frühstück. Anzünden bitte. Und dann hoffe ich, geht es direkt wieder auf die Yogamatte. Okay. Das geht einigermaßen alles. Wunderbar. So, ja, du hast Hunger, dann mach dir doch. Mach. Oh, du mit deinen morgendlichen Pupserei hier immer, ey. Vor den Leuten. Vor 1 Million Zuschauern. Musst du mich hier blamieren. So, warte mal. Ja, ich hoffe, der Fisch, den sie da jetzt hat, der ist auch noch gut. Dass sie nicht hier irgendeinen Schrott isst. Jedes Mal. Lagerfeuer anzünden. Okay, ja, dann zählt das nicht dazu. Na gut, macht ja nichts. Jetzt ist sie selbstsicher. Von was ist sie? Ach, von der Minzfrische. Aha. Und sie ist super geschickt. Ja. Ja, du machst das gut. Aber einen Club haben wir hier nicht, Kind. Kannst du gerade mal abhaken. Das mit dem Computer über Vampire, das sowieso schon gerade gar nicht, Fräulein. Und was ist jetzt? Köder beim Angeln. Da einmal anpinnen, bitte. Köder beim Angeln werden wir ja hinkriegen. So, lass es dir schmecken. Ja, das sieht ganz manierlich aus. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten, denke ich. Und zwar direkt hier auf der Yogamatte. Und dann werden wir auf jeden Fall, ja, mal gucken, Yoga üben. Schmeckt's dir? Das freut mich. Komm, hau rein. Ist schon gleich 14 Uhr wieder. Wir haben noch gar nichts geschafft. Nein, das stimmt nicht. Du hast das Waschbecken da abgegradet, abgedatet, wie auch immer. Das hast du schon mal sehr schön gemacht. Aber das mit dem Yoga ist mir jetzt auf jeden Fall wichtiger, Fräulein. Das verstehst du doch hoffentlich. Ich möchte nämlich, dass jetzt endlich unser nächstes Objekt angespült wird. Dann hoffe ich, dass das alles ein bisschen einfacher hier wird. Sie ist schon wieder schmuddelig. Warum? Kann doch nicht sein. Sie sieht immer dreckig aus, oder? Manu aber auch. Ja, du machst das sehr schön, Kind. Mach das einfach mal ein bisschen schneller. Sie hat Probleme hier runterzukommen bei dieser. Oh, das finde ich sehr gut. Ob sie das auch noch mal zur Seite macht?
Ja, sie hat Probleme, wenn sie sich zur Seite dehnen soll. Das scheint ihr irgendwie noch, da ist sie noch nicht so dehnfreudig irgendwie. Da guckt sie immer ein bisschen, als hätte sie Schmerzen. Naja. Es wird alles besser, Kind. Ich bin mir sicher. Du machst es auf jeden Fall super. Und ich würde auch sagen, wir werden dann noch mal Gehirndoping gleich hinten dran packen, damit wir auch den Punkt auf jeden Fall fertig bekommen. Jetzt ist sie wieder total konzentriert. Ein Buch zu Ende lesen. Naja, okay. Wahrscheinlich, ich bin mir auch nicht sicher, dieser Wildnisratgeber, den wir im Zelt haben, ob der da überhaupt das bringen würde, ihr diesen Wunsch da zu erfüllen. Aber wir werden jetzt unseren Punkt voll machen. Aber sowas von, das glaubt ihr gar nicht. Jawohl, da ist er. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen unser nächstes Objekt angespült. So, und jetzt bist du aber auch schon wieder dreckig, ne? Wir können das mal abbrechen da oben. Dann gehen wir das Waschbecken suchen. Und dann wirst du dich erstmal reinigen nach der Anstrengung hier. Hast du dir verdient. Musst ja nicht rumlaufen wie ein Dreckspatz hier die ganze Zeit. Jetzt will sie gar nicht mehr aufhören, ne? Oh, hier, da habt ihr das gesehen? Der Arm, die Muskeln haben gezittert. Na? Und? Kommt noch was? Nee, komm, hör auf. Es reicht. Es reicht, hör auf damit. Level 5 der Wellness. Ui! Das war. Haben wir das schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Das sah gut aus. Ja, jetzt geh dich auch waschen. Ja, ich habe es dir schon aufgetragen, dass du dich waschen sollst, Fräuleinchen. Geh halt los. So, was machen denn hier die Pflanzen? Bewässern könnten wir auf jeden Fall mal. Damit mir hier nicht alles eingeht. Ja, die Müllpflanzen, ich glaube, die haben es bald hinter sich, ne? Obwohl die ist immer noch sehr hübsch. Steht da jedenfalls. Ich finde die ja jetzt nicht so hübsch, aber okay, was weiß ich schon. Bin ja kein Gärtner, ne? Aber wir hatten ja hier hinten noch die, was war es? Häschenskulptur oder was war es? Ja, dann könnten wir die auf jeden Fall nochmal fertig machen. Ach schön, ich freue mich. Morgen kommt unser nächstes Objekt. Wir haben ohne Ende Pilze, ne? Dann könnten wir damit eigentlich auch dann noch mal angeln. Ja. Nicht alles eingehen lassen hier. Wenigstens gießen, damit die Pflanzen hier so ein bisschen hübsch bleiben. Das fände ich nett. Obwohl ich ja, wie gesagt, denke, wir werden hier bei Zeiten noch ein bisschen mehr auch wieder abbauen. Wir brauchen den Platz und ich will nicht die ganze Insel auseinandernehmen. Chimba! Ja! Jetzt machen wir das Häschen hier. Und wenn jetzt jedes Mal so teure Rechnungen kommen hier für die Insel, 7000 Simoleons, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich hier dann nochmal Geld dazu cheaten muss. Sonst schmeißen die uns hier von der Insel, das möchte ich ja dann auch nicht. Ich möchte schon auf reguläre Art und Weise. Ey, mach das mal weg. Auf reguläre Art und Weise möchte ich hier die Insel verlassen. So, wollen wir noch mal einen Frosch suchen vielleicht? Hör mal, das haben wir auch schon länger jetzt nicht gemacht. Nee, keinen Frosch gefangen. Warum denn nicht? Komm noch mal. Oh, jetzt. Sie hat einen. Sie hat einen. Gestreifter Herzfrosch. Das ist ja schön. Warte mal. Mit Köderangeln. Und ich wollte ihr einen Wunsch erfüllen. Genau. Ich wollte mit den Pilzen. Wir haben doch. Ja, da waren schon zwei. Ich habe es gesehen. Gott, sind die denn jetzt? Hier sind neun. Nimm die mal. Vielleicht kriegen wir ja doch noch mal eine Kuhpflanze hier raus. Oder auch nicht. So, wir haben wieder einen Diskusfisch fürs Frühstück. Das finde ich gut. Aber du kannst gerne noch mal so einen fetten Lachs oder sowas. Was haben wir da? Einen Barsch. Barsch ist auch okay. Vielleicht noch mal so einen fetten Lachs. Ein Kristall sammeln. Ach, schade, Kind. Nee. Kristalle haben wir hier leider nicht. Wir werden ja gleich noch mal das Lagerfeuer hinten anzünden, ne? Ja. Wir haben gleich 22 Uhr.
Da finde ich es dann schön, dann machen wir nochmal ein schönes Feuerchen. Kannst du zum Abschluss nochmal ein bisschen tanzen, weil ich ja unbedingt nochmal unseren Feuertanz sehen möchte. Alter, hast du den fetten Fisch da gerade gesehen? Hol den raus. Wohl, das bringt sowieso nichts, ne? Die verderben uns ja doch nur wieder. Was war das? Eine Elritze. Okay. Okay, nein, nein. Komm, wir gehen hier hinten nochmal schön ans Lagerfeuer und gucken, dass wir tanzen nochmal ein bisschen hinkriegen. Und ich freue mich, dann haben wir morgen unser nächstes Objekt angespült. Kommen hätten wollen sollen können. So, dann tanz mal eine Runde. Wenn ich die Feuerfarbe jetzt ändern will, hört sie auf zu tanzen, ne? Petrol fand ich cool, oder wie war das, ne? Mal gucken. Ja, schade, sie macht das nicht zwischendurch. Das ist natürlich, das ist doof. Änder mal die Feuerfarbe. Janikwa, änder die Feuerfarbe. Mach Petrol. Komm schon. Na, also, es geht doch. Petrol. So, jetzt hier. Tanzen, was das Zeug hält, Fräuleinchen. Das sieht so cool aus, die Farbe, ne? Jetzt mal wirklich. Total schick. Kriegst du den Punkt noch? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ist Schau mir mal da egal. hoch. Tanz weiter. Jawohl, sie ist glücklich. Das ist die Hauptsache. Feuer ist schon aus. Janiqua legt sich hier voll ins Zeug. Oh, mit Drehung. Eieiei. Können wir das nochmal sehen? Ja, jetzt war ich zu langsam, ne? Jetzt möchte sie nicht mehr. Es geht nur im Schnellvorlauf. Sie hier die wilde Drehung macht. Ach komm schon, Baby. Oh, Mahalike. Aber ich finde es irgendwie cool, dass sie weiter tanzt, obwohl das Feuer ja fast schon aus ist, ne? Ich hatte eigentlich erwartet, dass sie dann aufhört. Ja gut, es glimmt ja noch, okay. Oh, Sascha. Hohoho, ja, mach den Punkt, Kind, mach den Punkt. Den hätte ich gern. Na? Und? Komm schon. Ich weiß, du willst es. Du schaffst es. Jawohl. Oh mein Gott. Tragbare Tanzfläche, bla bla bla. Okay. Okay. Was willst du hier? Metall sammeln. Nein, Metall haben wir gerade nicht. So, warte mal. Können wir denn tanzen? Feuertanz. Da hätten wir ihn. Alles klar. Das ist super. Werden wir aber jetzt heute nicht mehr machen, ihr Lieben. Ich will mal gucken. Da hinten geht doch schon wieder alles im Bach runter. So, ich gehe sie mal hier ins Gebüsch schicken. Oh, Ja, oh. Ja, jetzt hast Shima. du so schön getanzt. Jetzt musst du halt mal pinkeln oder so, ne? So, und dann würde ich auch fast sagen, ich lasse sie noch mal ein paar Kleinigkeiten essen. Damit erstmal der größte Hunger weg ist. Nein, nein, na, ja, Warteschlange voll. Das ist blöd. Okay. Mein Gott, du hast einen Atomstrahl, oder? So wie sich das anhört. So, futter mal die Weintrauben. Genau. Und dann werden wir dich hier nochmal zum Waschen schicken. Damit du nicht ganz so dreckig ins Bett gehst. Okay, sollte erstmal reichen. Oh. Sie schleppt sich schon. Sie ist völlig am Ende. Aber es hat sich gelohnt, Kind, glaub mir. Morgen hast du über eine Überraschung auf deiner Insel. Dafür hat es sich gelohnt, sich hier so anzustrappeln, abzurappeln, abzustrappeln. Wie auch immer. Abzurackern, Mann. Oh wei. Da werde ich mir doch schon mal überlegen müssen, bis zum nächsten Mal, wo wir unser Item platzieren werden. Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber okay, schauen wir mal. Ihr werdet es dann sehen, ihr Lieben. So, Mäuschen, ein erfolgreicher Tag geht zu Ende. Und ja, dann kannst du eigentlich auch direkt pennen gehen. Ja, es geht schon. Ja, hier hinten ist dein Zelt. Du brauchst da nicht winken. Komm hier runter. Oh Mann.
Oh Mann, du armes Schwein. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Träum etwas Schönes. Wir sehen uns morgen früh wieder. Ja, ihr Lieben, ein erfolgreicher Tag. Morgen kommt unser nächstes Objekt angespült. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann natürlich wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bis dahin, eure Trin.